Herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Vergruppe zockt Factorio Seablock. Und schau mal an, Kupfer hier richtig gut. Eisenermau. Haben wir da gerade Glas schon gehabt? Glas. Haben die natürlich so viel anderes Zeug drin, dass sie das andere nicht mehr machen wollen. Aber auch das ist vollkommen in Ordnung. Gibt mal hier ein bisschen was ab. Können wir davon noch mal welche herstellen? Blau hatten wir davon zwei. Eisenzahnräder haben wir nicht. Fünf, sechs. Oh, hier macht jemand Eisen. Sieben. Blei haben wir eine ganze Ecke. Ich würde den hier ganz gerne ein tiefer. Solder Plates, Blei und Zinn, Knigger. Und gib ihn. Ach so. Und natürlich Brennstoff. Weil dann kannst du das nämlich hier ein bisschen zwischenlagern. Wie sieht das hier aus? Ja. So, 6 haben wir davon. Wo waren sie jetzt? 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Und jetzt fehlen noch 18 Stück. Gut, jetzt brauchen wir natürlich das und das. So, kannst du hier so leicht vor dich hin produzieren. Und wie gesagt, du kommst danach noch dran. Das heißt, das müsste jetzt die erste blaue sein. Jawohl. So, pass auf. Die erste blaue setzen wir gleich hier unten hin, damit die hier schön produzieren können. So, mach du mal bitte diese da. Oh, dann brauchen wir halt noch eine.
Aus dem Wooden Board aus Papier. Für was wollte ich die andere Fabrik haben? Ich glaube, die Fabriken waren dann für hier. Paar Eisenplatten. So, und du kommst als erstes hier vorne. Als erstes hier vorne vor und kannst damit ein bisschen schneller arbeiten. Hätte man vielleicht doch nur zwei anschließen dürfen. Okay, du hast hier kein Carbon. Dann geben wir dir doch mal ein bisschen Carbon. Weil die jetzt natürlich hier vorproduziert haben, weil ich hier unten ordentlich was rausgenommen habe. Das war der Grund. Schnelle Greifarme. Ein Greifarm und zwei elektronische. Blei war hier, ne? Und hier unten kommt halt nichts mehr an. So, deswegen brauchen wir ganze Ecke von denen hier. Und Eisenplatten. Wie kriegen wir den Strom? Wenn wir hier blaue haben, du brauchst ja immer 12. Wenn du jetzt genug Strom hättest, wir haben halt nicht genug Strom. Wie kriegt man das in Gang? Strom in den Gang.
meine, er wird ja besser. Aber es mangelt halt an Carbon. Aber ohne mehr Strom kein Carbon. Ich meine, hier oben darf eigentlich nichts mehr ankommen. So, wir könnten das ja mal simulieren. Hier muss normalerweise Schluss sein. Dann bräuchten wir nämlich auch hier den Teiler gar nicht. Weil wie gesagt, das muss ja einfach nur hier durchlaufen und sollte sich dann eigentlich stauen und der Rest ist doch vollkommen egal. So die Theorie. Weil was da nicht arbeiten braucht, verbraucht auch kein Carbon. Da fehlt halt Eisen. Eisenplatten. Heißt, wir könnten eine zweite davon bauen. Macht aber keinen Sinn. Wir könnten einen Liquefier bauen. Und davon. Macht mehr Sinn. Wobei der natürlich jetzt noch eine ganze Weile braucht. So, da fehlt wieder Organic Acid. 30 Stück. 580 Sand. Plus 33 macht 613. Der hier noch ein bisschen. Aua, jetzt habe ich mir ins Auge gestochen. Ja, und da fehlt halt eigentlich nur Eisenplatten. Und davon hat jeweils immer zwei Stück. Schaltkreise. Die Grünen brauchen Atmos-Reaktionsknoten, Mikroschaltkreis und so weiter und so fort. Naja. Wie bekommen wir den Strom wieder ins Laufen? Ja, wie gesagt, Carbon.
Das heißt, du bist ja dann hier bald voll. Dann haben wir da ja Strom. Beziehungsweise Carbon übrig. Umso mehr Carbon übrig ist, desto voller wird das hier und er lässt dann auch hier unten raus, dass wir hier unten anspringen können. Müssen einfach viel, viel, viel mehr davon rauskommen. Und das heißt, ihr müsst viel, viel, viel mehr produzieren. Das heißt also, der Masterplan mehr oder weniger sind die hier unten. Drei Liquefier, drei Dings. Einer. Und arbeiten. Die 20 verbrauchen gerade 2,4. Und da stehen sogar schon welche still. Gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Stromsparmodule machen halt auch noch keinen Sinn, weil wir haben wir noch nicht. Aber die arbeiten hier alles komplett weg, ne? Ja, die laufen. Und arbeiten das eigentlich relativ gut weg. Ja, pass auf, wir müssen hier oben das Overflow reinbauen. So leid es mir auch tut. Müssen wir halt die Durststrecke überstehen. Wie gesagt, die brauchen hier immer genug Zeug und alles andere ist erstmal vollkommen egal. So, nächster. Den daran. Und den dann daran. So, kannst du schon mal herstellen. Nächste grüne Anlage. Zehn. 19. Soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich würde auch von sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.